Bitcoin testet 61.000 US-Dollar-Marke. Krypto-Investoren hoffen auf die US-Zinswende am heutigen Abend. Bitcoin stieg am Vorabend auf über 61.000 US-Dollar. Am gestrigen Dienstag stieg der Bitcoin-Kurs um über 5% und erreichte rund 61.300 US-Dollar. Grund ist die mögliche Zinssenkung der US-Notenbank, die heute Abend bekannt gegeben werden könnte. Laut CME Group gehen 63% der Marktteilnehmer von einer Zinssenkung von 0,5 Prozentpunkten aus. Zurzeit liegt Bitcoin bei rund 60.300 US-Dollar, ein Rückgang von 1,6% im Vergleich zum Vorabend. Eine mögliche Zinssenkung könnte als bullisches Signal für Bitcoin und andere Kryptowährungen wirken. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.